So, hallo und herzlich willkommen zu zweiten Part und ja, wir fangen jetzt gleich an hier mit dem zweiten Level namens Hof der Akademie. So, eine Erfahrungsviole, die gehört uns. Und so. Gut, der wäre erledigt. Wir müssen nur nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Es ist nicht weit entfernt. So, wie kommen wir jetzt am besten hier hoch? So. Sind wir wieder zur Diebin? Hey, wo bist du denn? So, und da war ein Speicherpunkt. Hier nehmen wir jetzt mit dem Zauberer diese Faust hier, diese Steinfaust, und hauen sie in die Wand. Und schon können wir weiter. So, da ist noch einer. Da kommt noch her. Das ist jetzt ein schlechter Witz oder so. Ja. 17 von 50 Erfahrungsfiolen haben wir schon. Da hinten ist einer. Ja, und rüberschwingen. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, okay. Und jetzt gehen hier die Tore runter. Spannung steigt. Vielleicht sollte ich hier besser den Ritter nehmen. Skelette zum Matsch hauen. Und dann hauen wir drauf. Und so, jetzt sind wir hier. Also machen wir weiter. So. Ja. Ah, das war jetzt ein bisschen. So, ah, das. Wir das noch schnell ein. So, wie kommen wir denn jetzt am besten da hoch? Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Zauberer. Eine Kiste. Nein. Ja. Oh mein Gott, das war jetzt miserabel. Können wir? Ah, wir können nur eine Kiste. Ja, und das ist auch schon die größte. Ja, wir können. Nein, hochkommen tun wir auch nicht. Das ist. So. Gehen wir einfach mal weiter. So. Hier über die Bretter. Sagst du? Ah, ich will nicht die Kiste hauen. Die Kiste. Und ein Speicherpunkt und wir haben die Diebin wieder. Die ist uns ja vorhin mal gestorben. Bei einer Aktion, wo wir eine Erfahrungsviole holen wollten. Nehmen wir mal die Diebin, denn die kann. Was ist denn da oben? Oh, da ist auch wieder. Das hat diesmal geklappt und hat uns ein paar Fiolen eingebracht. So, die Planken hier müssen wir umstupsen.
die hier auch. Ja, komm, ja. Na. So. Hops. Ja. Oh, hier müssen wir uns jetzt so lang schwingen und hier kommen schon die ersten Feuerbälle, denen wir ausweichen müssen. Ja, komm, geh weg. Ah, ich wurde gerade zweimal getroffen. Das ist ungünstig. Ein Speicherpunkt. Ein Knopf und wir haben ihn aktiviert und können jetzt weiter. Ich glaube, ich nehme doch lieber so einen Ritter. Da oben ist eine Viola. Können wir die nicht? Vielleicht mit dem Zauberer? Ja, wer sagt's denn? Jetzt können wir uns auch hier gerade so cool rüber geschwingen. Uah, so. Und weiter geht's. Ja, eine Fiole. Nein, was war das denn? Das war ja wohl mal ein Fail. Los. Geht da hin zurück, wo ihr hergekommen seid. Speicherpunkt. Wir haben die Diebin wieder. Ja, hier ist wieder so ein schöner Move notwendig, aber den habe ich versaut. Und ein weiterer Speicherpunkt. Ich glaube, ich nehme wieder lieber die Diebin. So. Ui, hier ist eine Waage, eine Art Waage. Und stirb. So. Das haut irgendwie nicht hin. Die Fiole. Ah, so, genau. Gut, gehen wir mal hier runter. Ging das nicht? Hm. Es ging doch. So, das muss doch. Das ist jetzt nicht so günstig. Ah, ich kann hier vielleicht. Stellen wir den hier erstmal so wieder auf. Na, ist ja schlimm. Dass das hier nichts wird. Gut, den lassen wir da jetzt einfach mal. Nee. Wie war denn das auch noch? Ah, jetzt hab ich's, glaube ich. Erstmal. Kann man sich nur so ungeschickt anstellen? Hm. So, können wir da jetzt vielleicht. Ah, ja, wer sagt's denn? So, und wir werden hier fast schon überrannt von
Untoten, die aber für einen Ritter natürlich kein Problem darstellen. So, kommen wir dann da. Aufzug, yeah. So, und jetzt? Ah, hier runter. Und ein Speicherpunkt. So. Nein. Oh, da hinten ist erstmal eine Fiole wieder. Die wird natürlich hier fleißig eingesammelt. Ich bin eindeutig kein Fan von solchen Rätseln. Solchen Kipprätseln. Da oben ist eine Fiole. So, mache ich das jetzt am besten? So, wenn wir hier mal ein bisschen stehen. Oh, es war zu viel des Guten. Ja, gut. Hüpf und hüpf und hüpf. Und weiter geht's über einen Fluss. Ritter, hilf uns. Und Speicherpunkt. Und da ist auch nochmal ein so ein Heini, der gerne ins Jenseits zurückbefördert werden will. So. Komm, komm. So. Danke, Hans. Ja, weitergehen. Stirb. So. Das wäre ja mal mehr. Das finde ich aber gar nicht lustig. So. Und schon wieder so ein Rätsel, in Anführungsstrichen. Gucken, wie wir das lösen. Ja, vielleicht sollte ich da mal vorher aufspringen. Das wäre durchaus. Ich weiß, was wir beschwören aus der Kiste. Das war leider jetzt ungünstig. Und nochmal ungünstig. Dahin, so. Ja, und direkt zwei Fiolen. Hier, das ist ja zwei zum Preis von einem oder was. So. Ach Gott. Die nerven manchmal wirklich, diese Untoten. Was ich ein bisschen blöd finde, das hätten die Macher wirklich besser machen können. Ist ein bisschen mehr Abwechslung von den Gegnern her. Denn eigentlich sind das ja immer nur Skelette und das finde ich nicht so. Wie wir hier da rum. Das finde ich nicht so toll. Also da hätten sie durchaus noch irgendwie Zombies oder sonst was mit reinnehmen können. Einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Und die haben hier wirklich nur... Ah, ich will die Fiole. Die haben hier wirklich nur... Da. Diese Skelette mit reingenommen. Ab und zu gibt es noch natürlich ein paar andere Gegner. Aber... So, die meisten sind wirklich... So, Fiole. Die meisten sind wirklich diese Skelette, halt in, entweder als Bogenschütze oder mit einem Schwert bewaffnet. Aber ja, hätte man durchaus besser gestalten können. Nein! Und da falle ich in den tiefen Abgrund und der Ritter war einmal... Jetzt muss die Diebin dran. Ja, da kommen.
lief doch gut. Das lief sehr gut. Okay, laufen wir weiter. Und ich glaube, wir haben es geschafft.